Und hier eine weitere Folge aus der beliebten Serie In der Tierklinik. Aus dem Leben eines Orthopäden, der vor die Hunde gegangen ist. Probe 1, 2, 3. Hier, Dr. Bob, liegt Ihr nächster Patient. Oh, nanu, das ist ja wohl sein Schuh. Wo ist denn der Rest von ihm? Vielleicht hat er kalte Füße gekriegt. Also mal sehen, was ihm fehlt. Aha, es ist eine ausgetretene Nummer 43. Ausgetretene 43, das ist doch ein Plattfuß. Vielleicht gehört er einem Schuhplattler. Also, Dr. Bob, womit wollen Sie nun anfangen? Hm? Mit den Schnürsenkeln, damit sind schon viele reich geworden. Und wonach sieht es aus, Dr. Bob? Na, ich würde sagen, nach einer Pilzvergiftung. Wie bitte? Na, sehen Sie sich doch die Fußpilze an. War ein Fliegenpilz dabei? Er hätte eben das erste Kochwasser abgießen müssen. Gekocht wird es in den Schuhen haben. Dem nachzuurteilen, ja. Oh, Dr. Bob, wollen Sie denn den Patienten nicht untersuchen? Natürlich. Schuh, steck doch mal bitte die Zunge heraus und sage A. Die Zunge ist belegt, um nicht zu sagen gefüttert. Ja, und es ist ja auch kalt draußen. Woher wissen Sie das? Weil es sich um einen Übergangs- oder auch Winterschuh handelt. Aha. Also für einen Operateur sind Sie reichlich fröhlich, nicht wahr, Dr. Bob? Na, Sie wissen doch, there's new business like shoe business. So hat auch diesmal Dr. Bob wieder den falschen Baum angepeilt. Aha. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn wir Schwester Piggy, Schwester Janice und Dr. Bob singen hören werden. Innsbruck, ich muss dich lassen. Einer Farbe zu viel, Dr. Bob. Was? Und hier wieder eine Folge aus unserer beliebten Serie In der Tierklinik. Aus dem Leben eines orthopädischen Quacksalbers, der vor die Hunde ging. Dr. Bob, sind Sie bereit für den nächsten Bär? Schwester Piggy, ich kann doch jetzt kein Bier trinken. Ich bin im Begriff zu operieren. Nicht doch Bier, ich sagte Bär. Der nächste Patient, Dr. Bob. Oh, ja, sicher. Ah, da haben wir ihn ja schon. Nun, was hat ihr für Schwierigkeiten? Er ist ein wenig verschnupft. So haben Sie wieder nicht über ihn gelacht. Sie sollten zur Sache kommen, Dr. Bob. Immer noch besser, er hat einen Schnupfen und macht weiter, als dass er uns was hustet. Nur die Erkältung und Hals, das wäre nicht so schlimm. Genau, die könnte ja schließlich abbrummen. Auf jeden Fall sollten wir versuchen, seine Kondition zu festigen. So, und wie machen wir das? Na, mit Haarfestiger. Sehr schön, Dr. Bob. Aber nun sollten wir doch operieren. Richtig, geben Sie mir die Säge. Dr. Bob, die Säge. Alles, was reicht, ist, Dr. Bob, wenn einer Schnupfen hat, warum benutzen Sie dann eine Säge? Er ist so unruhig und Sie wissen doch, sich Regen bringt Sägen. Nun, Dr. Bob ist mal wieder wie immer auf dem Holzweg. Trotzdem schalten Sie nächste Woche wieder ein, damit Sie hören, wie er sagt. Endlich tue ich das, was das Publikum wahrscheinlich schon immer wollte. Was denn? Diesen Bär in Stücke zerlegen. Eine sehr einschneidende Bemerkung. Ja. Hier wieder eine weitere Folge aus der beliebten Serie In der Tierklinik. Aus dem Leben eines orthopädischen Quacksalbers, der vor die Hunde gegangen ist. Wir wollen Piggy! Ja! Danke. Nun, Dr. Bob! Was? Woher haben wir diesen Patienten bekommen? Nun, ich glaube, er wurde von der AOK überwiesen. So, nicht von der Kuhherde? Das hörte die nicht Kuh? Nicht hörte Herde? So eine sächsische Kuh. Nein, ich meinte die Kuhherde. Ist egal, ob ich die Kuh gehört habe. Ich habe nichts gesagt, wessen ich mich schämen müsste. Dr. Bob, was ist nun? Werden Sie operieren? Nicht mehr nötig. Wir haben den Witz bereits tot geritten. Ja, und leider war dieser Witz so dämlich, dass mir die Milch sauer geworden ist. Und so hat Dr. Bob auch diesen Stier bei den Hörnern gepackt. Schalten Sie nächste Woche ein, wenn Sie Schwester Piggy sagen hören wollen. Diesen Sketch zu verkaufen, war wirklich ein mutiges Unterfangen. Danke! Oh, ihr seid ja so lieb zu mir! Danke, niemals, danke! Und hier wieder eine Folge aus unserer beliebten Serie In der Tierklinik. Aus dem Leben eines Tierarztes, der vor die Hunde ging. Dr. Bob, sagen Sie, an was leidet dieser Patient eigentlich? Ja, dem Geräusch nachzuurteilen ist es Rumbatismus. Sag mal, kommst du oft hierher? Nur wenn ich mir den Blinddarm rausnehmen lasse.
Du liebe Zeit, Dr. Bob. Im Operationssaal wimmelt es ja von Tänzern. Was sollen wir nur tun? Na was schon, wir tanzen Foxtrott. Dr. Bob, das hier ist ein Operationssaal. Wir müssen uns jetzt seriös aufführen. Hm? Wieso? Wir sind doch noch nie seriös gewesen. Sagen Sie mir nur, Dr. Bob. Sind Sie hier der Doktor? Naja, das sage ich jedenfalls den Leuten. Könnten Sie mir denn ein großes Gewächs von meinem Zeh entfernen? Gewiss, was ist es denn? Mein Mann. Hey, übrigens, warum tanzen wir eigentlich im Operationssaal? Weil in der Zeitung stand, das Ballhaus kränkelt und nur anschneidende Maßnahmen könnten es retten. Die sind aber albern hier. Und so ging Dr. Bob nicht nur für die Hunde, sondern auch auf den Ball. Schalten Sie nächste Woche wieder ein und hören Sie, wie Miss Piggy sagt: Dieser Sketch ist eine Katastrophe, Dr. Bob. Was machen wir nur? Wir schrauben erstmal die Lampe runter. Eine weitere Folge der beliebten Serie in der Tierklinik. Aus dem Leben eines Quacksalbers, der vor die Hunde ging. Dr. Bob, sind Sie bereit für den nächsten Patienten? Wieso den nächsten? Was ist denn mit dem letzten passiert? Ist zu einem besseren Arzt gegangen. Und auch gestorben. Ja, das stimmt. Bitte hier auch. Oh, hier ist es, Dr. Bob. Hm? Ein Telefon? Was ist denn los mit ihm? Scheint kaputt zu sein, es tut nichts. Tut nichts, dann soll er sich einen Job suchen, damit es mich bezahlen kann. Oh, ob das ein öffentlicher Apparat ist? Dafür wäre der Staat verständlich. Wie soll man das verstehen? Sagen Sie, Dr. Bob, verstehen Sie etwas vom Reparieren eines Telefons? Nein, aber ich kann ja mal im Buch nachschlagen. In einem Medizinbuch? Nein, im Telefonbuch. Nun, was meinen Sie, Dr. Bob? Ja, es muss wohl Gelbsucht sein. Wie kommen Sie darauf? Sehen Sie sich die vielen gelben Seiten an. Dr. Bob? Hm? Dr. Bob, glauben Sie, das Telefon braucht eine Anästhesie? Tja, wenn, dann nur eine örtliche. Warum? Tja, weil Ferngespräche viel zu teuer sind. Nehmen Sie sich zusammen, meine Damen. Schwester Piggy. Ja, was ist? Wissen Sie überhaupt, warum Sie lachen? Ja, aber ich kann es nicht sagen. Warum nicht? Die Leitung ist besetzt. Das halte ich nicht aus. Sagen Sie, Dr. Bob, haben Sie sich um den freien Posten in Zentralafrika beworben? Muss ich nicht. Das erledigen andere für mich. So, wer denn? Die Auslandsvermittlung. Oh. Und so ist Dr. Bob wieder einmal aus dem Schneider. Sprechen Sie mit mir. Schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn Sie Schwester Piggy sagen hören. Wenn Sie ein Telefon sehen, fällt Ihnen da was ein? Ja, bei dem in der Zelle, da fällt der Groschen. Ah, der Groschen! Hallo, ist da jemand? Ja? Ja auch. Und hier wieder eine weitere Folge aus der beliebten Serie in der Tierklinik. Aus dem Leben eines orthopädischen Quacksalbers, der vor die Hunde gegangen ist. Also zum nächsten Patienten. Ja. Was ist das? Vor einer Minute war er doch noch da. Dr. Bob, das passiert in letzter Zeit aber sehr häufig. Was denn? Dass unser Dr. Bob seine Patienten verliert. Das ist nicht wahr. Ich habe noch nie einen Patienten verloren. Was ist aus dem geworden, dem Sie versehentlich Nitroglycerin gegeben haben? Den habe ich verloren, stimmt. Aber ich habe ihn wiedergefunden. Wo, wo? In Australien, in der Sahara und am Nord- und Südpol. Das nennt man einen zerstreuten Patienten. Und so hat Dr. Bob wieder mal gar nichts erreicht. Schalten Sie trotzdem nächste Woche ein, wenn Sie ihn sagen hören wollen. Hey, wer sind Sie, hä? Wer? Sie! Sie wissen schon, die Stimme, die wir immer hier drin hören. Ich bin der Ansager. Ich bin der Mann, der sagt, und hier wieder eine Folge aus der beliebten Serie in der Tierklinik. Aus dem Leben eines orthopädischen Quacksalbers, der vor die Hunde gegangen ist. Also weiter zum nächsten Patienten. Was ist das? Vor der Minute war er doch noch hier. Das passiert Dr. Bob aber sehr häufig in letzter Zeit. Was denn? Dass unser Dr. Bob seine Patienten verliert. Das ist nicht wahr. Ich habe noch nie einen Patienten verloren. Und der, dem Sie Nitroglycerin gegeben haben? Den habe ich verloren. Aber ich habe ihn wiedergefunden. So, wo? In Australien, in der Sahara und am Nord- und Südpol. Das nennt man einen zerstreuten Patienten. So hat Dr. Bob denselben Witz nun zweimal erzählt. Schalten Sie trotzdem nächste Woche ein, wenn Schwester Jenny sagt... Soll das ein drittes Mal machen? Nein, dann könnte ich ja wirklich meine Patienten verlieren. Ich habe keine Patienten. Das stimmt, aber ich hätte welche, wenn dieses blöde Nitroglycerin nicht wäre. Und hier wieder eine Folge aus der beliebten Serie in der Tierklinik. Heute geht es hochgeistig zu, da sich Dr. Bob und seine beiden Schwestern auf einen Theaterbesuch vorbereiten.
Nun, schöne Schwester, welche Beschwernis führt unseren Patienten her? Ihm drückt das Kotelett, Dr. Bob. Nicht Kotelett, Hamlet, Kotelett. Denken Sie daran, wir gehen heute Abend in Shakespeare. Und wenn Piggy nichts anhat, sehen wir den Speck schier. Sagen Sie bitte, hat der Patient irgendwelche Wünsche geäußert? Nein, er hat gesagt, ihr könnt alles mit mir tun, was ihr wollt. Gut, dann machen wir auch alles, was wir wollen, wie es euch gefällt. Darüber kann ich nicht lachen, da bin ich zu anspruchsvoll. Ruhe. Ich muss hören, wie das Herz des Patienten schlägt. Aha. Wie schlägt es? Es schlägt überhaupt nicht mehr. Das kommt mir sehr gelegen, da kommen wir wenigstens nicht zu spät ins Theater. Sagen Sie bitte, was gibt es eigentlich heute Abend? Ja, wie war das noch gleich, die Lady von Venedig oder der Kaufmann von Macbeth? Mich dünkt, mein Herr, wir sollten Abschied nehmen. Warum? Hört doch, der Sturm. Ach was, Sturm, viel Lärm um nichts. Wie denn, mein Herr? Ihr wolltet mich belehren. Verlorene Liebesmühe. So verlassen wir also den Operationssaal. Schalten Sie sich aber auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Dr. Bob sagen hören. Wohl denn, Gevatter Schwein, ich kenne euch sehr wohl. Wieder ist es an der Zeit für eine weitere Folge aus unserer beliebten Serie In der Tierklinik. Aus dem Leben eines Quacksalbers, der vor die Hunde ging. Hier wäre unser nächster Patient, Dr. Bob. Wow, das ist ja ein Hund. Doch hoffentlich hat er keine Flöhe. Warum nicht? Ich habe genug an meinen eigenen zu kratzen. Was für ein Hund ist das eigentlich, Dr. Bob? Fragen Sie nur, wer verschlafen ist. Wozu das? Wenn nicht, ist er ein Wachhund. Oh. Aber da wir gerade von Hunden sprechen, bei der heutigen Personalknappheit haben ja sogar Hunde wieder eine große Chance. Sie meinen Hof- und Ziehhunde? Nein, Bernhard-Diener. Woher haben Sie den Hund überhaupt? Gefunden? Es hat ihn jemand vor dem Fundbüro. Oh, ich wollte, er wäre eine Dackelhündin. Warum? Weil ich eine Schwäche für Damen mit krummen Beinen habe. Oh. Und so hat Dr. Bob wieder einmal die Bulldogge bei den Hörnern gepackt. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn wir hören, wie Miss Piggy sagt... Ich weiß nicht, Dr. Bob, ich glaube, er hat Fieber, er fühlt sich so heiß an. So, na, dann holen Sie mal das Senftöpfchen. Wieso Senf? Na, weil auf Hot Dogs Ketchup oder Senf gehört. Eine weitere Folge aus unserer Serie In der Tierklinik. Aus dem Leben eines orthopädischen Quacksalbers, der vor die Hunde gegangen ist. Na, Schwester, wie geht es unserem nächsten Patienten? Nicht gerade berühmt, Dr. Bob. Beeilen Sie sich lieber, ich habe den Eindruck, als würde er zusammenfallen. Wäre möglich, wenn er zum Beispiel die Fallsucht hat. Nein, nein, er muss irgendwas anderes haben. Das will ich ihm geraten haben. Geld zum Beispiel. Ja, soll das heißen, dass Sie nicht operieren, wenn Sie nicht bezahlt werden? Stimmt. Ich mache keinen Schnitt, wenn ich nicht weiß, dass ich dabei meinen Schnitt mache. Sehen Sie doch nur, Dr. Bob, der Patient sinkt förmlich in sich zusammen. Es zieht ihn förmlich nach unten. Ich kann das Wieso erklären? Zieht es ihn nach unten? Ich hatte ihn eingeschmiert. Womit? Zugsalbe. Trotzdem, so schnell dürfte das nicht gehen. Ich kann gar nicht sehen, so dunkel ist es da unten. Schwester, machen Sie eine Spritze fertig. Wofür denn? Einfach einen Schuss ins Dunkle. Dr. Bob, das ist in Ordnung. Aber Piggy, was machen Sie denn? Piggy, oh nein, ich fürchte mich hier zwischen all diesen medizinischen Geräten. Ich kann ja nicht eines bedienen. Und wieder sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Dr. Bob sagen hören wollen. Na, diese Operation muss ich nicht der Einkommensteuer angeben. Warum nicht? Ich hab's Geld unter der Hand unterm Tisch bekommen. Ich glaube, Sie sind immer noch was, auf Sendung, Dr. Bob. Nein, nein, das hätten Sie wirklich anders machen sollen. So, wie denn nach deiner Meinung? Besser. Was für eine heiße Sache heute. Und jetzt das vegetarische Restaurant. Die Geschichte eines schweinsköpfigen Quacksalbers, der saumäßig operierte. Oh, es geht ja schon los. Ihr nächster Fall, Doktor. Da liegt ja ein Teller voller Obst und Gemüse kunterbunt durcheinander. Oh, das ist schon in Ordnung, Doktor. Sie haben eine Familienversicherung. Das ist bloß eine Menge Abwasch. Wir können alle mit demselben Messer operieren. Fangen wir vielleicht mit der Traube an. Was fehlt Ihnen eigentlich? Maiskolben leidet an Verstopfung.
Und die Kartoffel hat 27 Augen. Und die Eierfrucht? Ja. Und die Eierfrucht hat ein faules Dotter. Also fangen wir mit dem Maiskolben an. Ist nicht da, hat Rizinus bekommen. Doktor, ich muss sagen, Sie kennen sich ja fabelhaft aus mit den diversen Gemüsen. Ich war ja früher auch mal zu einer längeren Mastkur in einer Gärtnerei. Somit kämen wir wieder mal zum Ende. Das war also die erste Folge unserer Sendereihe im vegetarischen Hospital. Schalten Sie auch nächste Woche ein, wenn Sie Dr. Schwein sagen hören. So, und nun ans Operieren. Bodennebel.